Hallo und herzlich willkommen bei pfefferminzia.de. Wir sind hier beim ANC Frühjahrsmeeting und bei uns zu Gast ist Dr. Dennis Vogt von Melchers Rechtsanwälte, seines Zeichens Rechtsanwalt. Und vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, bei uns zum Interview zu kommen. Herr Dr. Vogt, alle sprechen über Digitalisierung. Sie sind unter anderem spezialisiert und beraten im Bereich Vertriebsrecht. Ihr Thema ist also auch Datenschutz. Wie hängen die beiden Themen Digitalisierung und Datenschutz miteinander zusammen? Die datenschutzrechtlichen rechtlichen Regelungen knüpfen üblicherweise daran an, dass personenbezogene Daten über Datenverarbeitungsanlagen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Sobald also Digitalisierung im Spiel ist, ist auch das personenbezogene das Recht zum Schutz der personenbezogenen Daten einschlägig. Jetzt haben Sie gerade schon eine Definition vom Datenschutz gesagt. Tatsächlich wirft sich ja dann immer auch die Frage aus, was heißt dann eigentlich Datenschutz im engsten Sinne? Also man kann es ja sehr weitläufig fassen, von personenbezogenen Daten sprechen. Vielleicht gibt es da aber auch eine ganz enge Definition, dass der Vermittler eben auch weiß, an welcher Stelle muss er jetzt aufpassen, wenn es überhaupt um das Thema Datenschutz geht? Also Datenschutz ist zunächst mal nicht Datensicherheit. Die datenschutzrechtlichen Regelungen gelten nur dann, wenn wir Informationen haben, die auf eine zumindest identifizierbare natürliche Person bezogen sind. Der Begriff wird sehr weit verstanden. Es reicht dafür aus, dass wenn die Informationen durch irgendjemanden weltweit einer natürlichen Person zugeordnet werden können. Das ist natürlich sehr allgemein, haben Sie natürlich recht. Jetzt gibt es viele Vermittler, die beim Thema Datenschutz sagen, es ist ja der Kunde, der seine Daten zu mir schickt und damit bin ich ja nicht in der Haftung. Können Sie das so bestätigen oder ist das zu kurz gedacht? Wenn der Vermittler, ohne dass er es veranlasst hat, personenbezogene Daten von Interessenten zugesendet bekommt, dann gilt in der Sekunde noch nicht das Recht zum Schutz personenbezogener Daten. Das fängt erst an, wenn der Vermittler diese personenbezogenen Daten beispielsweise in seiner Datenbank eingibt und zu weiteren Zwecken erhebt, verarbeitet und nutzt. Das heißt also im Prinzip in dem Moment, wo der Vermittler beginnt, mit den Daten zu arbeiten und das heißt konkret schon aus einer Anfrage eventuell ein Angebot zu erstellen, in dem Moment greift der Datenschutz. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Das ist richtig. Welche drei Tipps können Sie denn Vermittlern geben dafür, dass sie sofort besser im Datenschutz handeln? Zunächst für Vermittler dürfte im Wesentlichen relevant sein, wie der Umgang mit Kundendaten zu erfolgen hat. Das bedeutet im Wesentlichen, zunächst muss man gucken, wer ist denn eigentlich Eigentümer im weitesten Sinne dieser Daten, also wem stehen die Daten zu? Und wenn sie diese Daten dem Vermittler zustehen, wenn er sie als seine eigenen Daten betrachtet, dann muss er sich darum kümmern, dass kein unbefugter Zugriff auf diese personenbezogenen Daten erfolgt. Das ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte, Schutz der personenbezogenen Daten gegen einen unbefugten Zugriff. Das heißt also, das Thema Cyberrisiken ist da wirklich das Schlagwort. Das Thema Cyberrisiken ist da das Schlagwort. Richtig, definitiv, aber nicht nur Cyberrisiken, sondern auch die Frage, dass man ordentliche Berechtigungskonzepte installiert. Nicht jeder muss auf die personenbezogenen Daten zugreifen können, die der Vermittler erhoben, verarbeitet oder genutzt hat. Herzlichen Dank, Herr Dr. Vogt, für diesen kurzen Ausflug in ein sehr spannendes Thema. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes ANC-Meeting. Vielen herzlichen Dank, gern geschehen.